Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht noch ganz kurz zu meinen beiden Vorrednerinnen hier. Das Aussitzen und Zögern, das Zaudern im Punkto Energiepolitik und das Abwarten, bis am 01.01.2019 Vattenfall den Schlüssel fürs Kraftwerk dem Senator in die Hand drückt, ist unerträglich angesichts der Situation. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die HGV hat auch die Ertüchtigungsmaßnahmen, Frau Spahr, die HGV hat auch die Ertüchtigungsmaßnahmen kontrolliert, obwohl Wedel in Schleswig-Holstein liegt, wie wir alle wissen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und hier geht es um Menschen. So, das ist das eine. Aber das andere, die unerträgliche populistische, ja, Druckschwärze gewordene Antragstellung der AfD. Im Energienetzbeirat kriegen Sie den Mund nicht auf. Im Umweltausschuss ist von Ihnen nichts zu hören. Das erneuerbare Energiengesetz lehnen Sie ab. Sie wollen den Wettbewerb da herrschen lassen. Ja, mein Gott, was würde Wettbewerb heißen? Kohle, Steinkohle, Braunkohle. Das ist Ihr Weg. Dieser Antrag ist widerlicher Populismus. Danke.